Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Wege zur Weisheit. In dieser Präsentationsreihe möchte ich euch jedes Mal 30 Limericks, Zitate etc. vorstellen, die als Weisheiten zu werden sind und ja, inspirieren können, beziehungsweise auch in verschiedenen Lebenslagen auch einfach helfend sein können. Denn das Ziel einer Weisheit ist quasi durch Selbsterkenntnis, durch Verstehen und Erleben, Bedenken der Worte, die da stehen, eine Erkenntnis zu erlangen, die man dann als Selbstanweisung quasi verwirklichen kann. Und deswegen gibt es auch zwei Varianten von Weisheiten. Das erste sind direkte Weisheiten, die eine Aussage tätigen, die kristallklar, aber meistens nicht bewusst ist. Zum Beispiel die alte Weisheit, alles fließt. Ja, jedem von uns ist ganz klar, dass wir in keinem statischen Universum leben, sondern dass alles vibriert und sich bewegt. Aber das machen wir uns halt nicht dauernd bewusst. Es ist uns irgendwie klar, aber wir erleben es halt nicht ständig in der Welt. Und deswegen denken wir da gar nicht drüber. Und die zweite Variante von Weisheiten ist jene, wo die Sachaussage nicht im Vordergrund steht, sondern eher die metaphysische, symbolische Bedeutung zu deuten ist. Zum Beispiel der Spruch, stille Wasser sind tief. Klar, die Sachaussage ist logisch, stille Wasser, wie zum Beispiel Seen, sind tief, nicht wie Flüsse etc., wobei es natürlich auch einige tiefe Flüsse gibt, aber tendenziell sind Seen tiefer. Das ist ganz klar, aber das will der Spruch uns auch gar nicht sagen, sondern er hat eine symbolische Bedeutung. Und zwar, dass ruhige Menschen, auch wenn sie vielleicht nach außen ruhig erscheinen mögen, trotzdem spannend, aufregend oder verborgene Talente haben können, die auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar sind. Kann auch manchmal negativ gewertet werden, zum Beispiel stille Wasser sind tief zu jemand schüchtern sagen und dann zu meinen, jo, aber unter gewissen Umständen lässt der die Sau raus. Und solche Sachen möchte ich euch vorstellen, ohne diese maßgeblich groß zu erläutern, weil, wie gesagt, die Selbsterkenntnis ja im Vordergrund steht. Allerdings bei den ersten zwei Beispielen hier möchte ich nochmal kurz auf eine Besonderheit hinweisen. Und das erste ist, wenn sich die Lüge entblößt, hat sie sich aufgelöst. Von Kühn-Görg Monika. Und ja, hier ist die Lüge eindeutig negativ konnotiert. Sie ist negativ, sie wird irgendwann mal entblößt, löst sich auf, hat also keinen Bestand, die Wahrheit ist vorzuziehen. Ganz klar. Das zweite ist von Terry Pratchett, einem meiner Lieblingsautoren auch. Er sagt mein liebstes Zitat, vor allem wenn man es im Kontext sieht, wie es da im Buch bzw. im Film Hockvater-Schweinsgalopp zu finden ist. Wer gern den Kontext möchte, ich will den jetzt nicht erzählen, obwohl ich ihn toll finde, aber das geht dann doch ein bisschen an der Sache vorbei. Aber die Aussage ist halt, man muss an Dinge glauben, auch wenn sie nicht wahr sind. Wie sonst sollen sie wahr werden? Hier ist die Lüge also positiv konduktiert und sagt, aus einer Lüge heraus kann eine neue Wahrheit entstehen, etwas Bestrebsames. Hier nur ganz grob zum Hintergrund wird zum Beispiel gesagt, halt, dass sowas wie Gerechtigkeit und Toleranz, dass das alles keine Wahrheiten in dem Sinne sind, sondern nur Erfindungen, nur Gedanken von Menschen. Aber erst dadurch, dass sie die gemacht haben und daran glauben, existieren sie. Rein physisch existieren sie nicht. Es gibt kein Molekül oder Atomgerechtigkeit. Aber der Glaube von uns an dieses Konstrukt Gerechtigkeit macht das Leben erst lebenswert. Und das ist also eine Lüge, die etwas Positives hervorruft. Von daher, ihr seht, Weisheiten können auch gegensätzliche Bedeutung haben. Es kommt immer auf den Kontext drauf an und natürlich auf die Lebenslage. Und bei den anderen 28, die jetzt folgen, möchte ich die einfach nur so stehen lassen und euch einfach nur vorstellen und hoffe, euch wird die Reihe gefallen. Gerne können wir aber, wenn da ein bisschen Diskussionsredebedarf ist, das über die Kommentarfunktion unten machen. Würde mich natürlich freuen, wenn da jemand sich auf eine philosophische Diskussion einlässt. Das kann nämlich immer sehr inspirierend sein. So, drittens. Wer andere kennt, ist weise. Wer sich selbst kennt, ist erleuchtet. Wer andere besiegt, ist stark. Wer sich selbst besiegt, ist stärker. Und wer weiß, wann er genug hat, der ist reich. Autor unbekannt. Viertens. Ob dein Leben ein Abenteuer wird, liegt allein daran, ob du bereit bist, dich darauf einzulassen. Von Henny Keller, Natalie. Gute Geschichten erzählt jeder gerne, wahre Helden erleben sie. Von Gabriele Hager. Es ist besser, Böses zu erleiden, als es zu tun. Und es macht glücklicher, manchmal betrogen zu werden, als nicht vertrauen zu können. Unbekannt. Den Mut, sich an diesen Abenteuern nicht zu beteiligen, finde ich bemerkenswert. Martin Walser.
Achtens. Abenteuer ist das Ergebnis schlechter Planung. Colonel Blatchford. Neuntens. Nur wer durch Fehler zur Weisheit gelangt, kann wahrlich weise sein. Auch hier ist der Verfasser unbekannt. Zehntens. Abgeordnete wählen bei Rededuellen gerne die ungefährlichste Form. Sie reden aneinander vorbei. Von Wolfram Weidner. Elftens. Es fällt uns erst auf, wie wir von der Technik abhängig sind, wenn sie mal ausfällt. Kühn-Görg Monika. Zwölftens. Weisheit besteht darin, die Menschen, die einen bereits hassen, so weit wie möglich von denen fernzuhalten, die noch unentschlossen sind. Der Verfasser ist hier unbekannt. Dreizehntens. Wer folgt, geht nicht seinen eigenen Weg. Von Exler George Wilhelm. Vierzehntens. Abschied hat oft einen tiefen Sinn, denn er ist immer auch ein Neubeginn. Von Kühn-Georg Monika. Fünfzehntens. Extrem hübsche Mädchen sind wie Rosen, wunderschön anzuschauen und bezaubernd. Auch die schönste Rose verblüht schnell, und was bleibt, ist der Stängel mit Dorn. Hier ist der Verfasser unbekannt. 16. Jede Begegnung birgt den Abschied in sich. Von Exler, George Wilhelm. 17. Ohne Abschied gibt es kein Wiedersehen. Hier ist der Verfasser unbekannt. 18. Wie du einen scheinbar unbesiegbaren Gegner bezwingen kannst? Du musst weise sein wie das Wasser, schnell wie der Wind und mächtig wie die Berge. Wie du das schaffst? Die Antwort ist einfach. Du kannst es nicht. Ich bin gegen diesen Krieg. Verfasser unbekannt, aber wie man aus dem Kontext schließen kann, ging es darum, um die Diskussion, ob man sich an den Krieg beteiligen soll. 19. Wenn ein Freund weggeht, muss man die Türe schließen, sonst wird es kalt. Von Bertolt Brecht. 20. Was er ist und was er war, das wird uns erst beim Abschied klar. Auch hier unbekannter Verfasser. Pech ist die Fähigkeit, trotz maximaler Stärke und optimalen Wissens nur minimale Erfolge zu haben. Verfasser auch hier unbekannt. Ich gehe zwar, aber ich verschwinde nicht. Von Martin Bangemann. Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut. Von Arthur Schnitzler. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht, gibt es einen Gott? Sondern, wenn es einen Gott gibt, warum empfinden wir die Welt als so schlecht? Auch hier ist der Verfasser unbekannt. Der ist reich, dem das Leben die Abschiede schwer machte. Von Alfred Grünewald. Alle Veränderungen, sogar die meist ersehnten, haben ihre Melancholie. Denn was wir hinter uns lassen, ist ein Teil unserer selbst. Wir müssen ein Leben Lebewohl sagen, bevor wir ein anderes eintreten können. Von Arthur Schnitzler. In einer Welt der Mittelmäßigkeit kann es keinen wahren Erfolg geben. Verfasser unbekannt. 28. Den besten Überblick verschafft man sich durch Abstand. Von Christian Lenz. 29. Absurdität der Demokratie. Seine Stimme abgeben und in eine Urne stecken. Von Schneider Lars. Und last but not least, Achtsamkeit ist, wenn man seine Gedanken nicht ohne Aufsicht spazieren gehen lässt. Von Renzi Fromm. Ja, damit sind wir auch schon durch. Geht natürlich schnell ohne Kommentare, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr sagt, wie ihr dieses Format findet, weil an sich ist es für mich ein schöner Kompromiss, etwas zu machen, was mir Freude macht und trotzdem noch ein bisschen im Bereich der Wissenschaft liegt, um Zeit für andere Vorlesungen zu sparen, wo ich deutlich mehr Zeit intensivieren muss. Und ich freue mich auf jeden Mal, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bzw. hören und für eure etwaigen Kommentare. Tschüss!